Hallöchen, willkommen zurück zu einer kleinen Sonderfolge heute am Donnerstag. Und ich sollte mein Mikrofon ein bisschen näher rücken. Und zwar, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt über 400 Abonnenten. Ein wirklich großes Dankeschön an Clash Games HD, beziehungsweise Clash Games, Clash of Clans. Den Link zu seinem Kanal findet ihr oben in der Beschreibung auf jeden Fall. Ich bin bei ihm YouTuber des Monats geworden und dadurch sind vielleicht ein paar mehr, naja, sehr viele auf meinen Kanal gestoßen. Und das spiegelt sich ja schon wieder in den Abonnentenzahlen. In jetziger Stand 435. Das heißt, Moment, ich lasse mal einen Angriff irgendwie. What the fuck, Base? Im Hintergrund laufen, damit es nicht allzu langweilig wird für euch. Lucky. Okay. 435 ist der jetzige Stand. Und dadurch, das heißt dann, dass wir innerhalb der letzten 24 Stunden, weniger als 24 Stunden sogar, 83 Abonnenten dazu bekommen haben. Und das Schöne dran ist ja, es geht immer weiter. Und es geht langsam auf die 500 zu. Ich habe euch ja die Geschichte schon mal im 200 Abonnenten Special erklärt. Ich werde die Geschichte nochmal irgendwann erklären, wenn es irgendwann so sein sollte, dass wir die 500 erreichen. Und wirklich ein ganz großes Dankeschön an euch. Es ist schön, dass ich euch mit meinen Videos begeistern kann. Das freut mich wirklich sehr. Auf jeden Fall, es gibt jetzt einen neuen Hashtag für 400. Wir hatten uns ja so abgemacht. Ab 200 war der Hashtag, der Holzfäller bekommt Angst. Dann der dritte war ab 300, Hashtag der Holzfäller wird wütend. Und jetzt halt bei 400, Hashtag der Holzfäller wird, bekommt Panik. Genau, so war das. Wäre nett, wenn ich es unten in die Kommentare schreiben würde, um die Holzfäller eine Ansage zu machen. Denn er hat ja gesagt, dass wir jetzt scheiß Videos machen und so, beziehungsweise ich. Ich weiß nicht, wieso. Er will mir auch keine Erklärung geben, wieso er das so meint. Aber naja, er ist ja in meiner Klasse und kann ich ja nichts machen. Also es freut mich wirklich sehr, dass ich euch mit meinen Videos begeistern kann. Es freut mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön es ist, wenn dann so jemand in die Kommentare schreibt, nice Video, oder ich gucke mir jeden Tag deine Videos an, hab ein Abo dagelassen. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig und so, aber das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Okay, das hört sich wirklich gay an, aber das ist wirklich ein geiles Gefühl. Wenn dann... Player get on. Oh, okay. Ist hier noch irgendwo ein Angriff? Ich will einen Angriff. Verteidigung, okay. Ist ja fast dasselbe. Und es ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, wenn dann jemand so das Video schreibt. Nice Video, hab ein Abo dagelassen oder so. Das ist dann so eine Bestätigung für meine Arbeit, die ich hier leiste. Natürlich, es ist auch ein Hobby, aber auch gleichzeitig sozusagen eine Arbeit, euch jeden Tag mit Videos zu beeindrucken, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise und zu unterhalten. Das ist sozusagen mein Job, mein Hobby, was mir wirklich viel Spaß macht und das ich jetzt schon seit über 7 Monaten mache. Und es geht immer weiter. Der Spaßfaktor, der steigt wirklich. Je mehr Kommentare unter so einem Video stehen, desto mehr Spaß macht es auch, die zu beantworten. Und ich habe auch eine Frage bekommen, ob ich jetzt so ein Tutorial machen kann, wie ich das Ganze hier aufnehme. Kann ich vielleicht mal machen. Wenn Interesse da ist, schreibt es ruhig unten in die Kommentare rein. Das mache ich dann doch lieben gerne. Ich wollte auch gleich nochmal im CW angreifen, wenn ich jetzt schon mal eine kleine Aufnahme mache, so eine kleine Sonderfolge. Kann ich euch ruhig im CW angreifen. Wie man sieht, hier eine Verteidigung hat der liebe Amazing gewonnen, wurde von einem Asiaten angegriffen. Was für ein Land es ist, kann ich jetzt nicht sagen. Goldmäßig hier hat sich so, ja, ungefähr für ihn gelohnt, aber sonst wirklich ein großes Dankeschön. Und es geht langsam auf die 500 zu. Und wenn wir die 500 Abonnenten erreicht haben, da haben wir es dem Holzfäller gezeigt. Da werde ich die Geschichte nochmal erzählen, warum es so ist, warum er nicht glaubt, dass wir die 500 Abonnenten erreichen. Wieso es überhaupt zu der Vermutung kam und so. Und, oh, können wir uns direkt einen Live-Angriff angucken oder, nee, schade, zu Ende. Kurz mal die Verteidigung hier angucken, ich wurde ge... Da, ich werde angegriffen, okay. Wir können uns aber davor nochmal Hunters Angriff angucken, wie er uns ungefähr angegriffen hat. Okay, Riesen, Magier und Hexen. Ein Stern hat er geholt. 46% oder so, wahrscheinlich hat das Rathaus gesnaggelt. So. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat ihn die Clanburgen Bogenschützen gepackt, was ich eigentlich nicht vorhatte. Eigentlich will ich fast nur Magier drin haben, da Magier wirklich effektiv sind und sehr stark in der Clanburg, in der Strong Clanburg. Und auf jeden Fall, wie gesagt, also ich kann das auch noch nicht verstehen, wieso er findet, dass die Videos scheiße sind und so, aber naja. Ist ja nur eine Person einfach drauf quacken. Ich will auch nicht drauf weiter eingehen, ich will jetzt einfach nur weiter meine Videos machen, was mir wirklich jeden Tag viel Spaß macht.
Es freut mich auch sehr, dass die Horrorspiele ein bisschen populärer werden. Denn ich gebe mir da wirklich viel Mühe und die Angst, die ich da drin habe, ja. Aber ich liebe den Nervenkitz. Die könnt ihr auch in der Kanalinfo lesen, wieso es zu dieser Spielekombination auf dem Kanal kommt. Jo, da wurde das Rad gesnaggelt, wie ich sehe. Wie es in diese Kombination geht, denn Nintendo, Horror und COC ist ja ein bisschen strange von der Aufstellung. Von der Ausstellung, ja, okay. Ich habe gestern zu viel FIFA gespielt, von der Kombination her. Jo, der Angriff war nicht schlecht. Finde ich echt komisch. Also normalerweise hält die Base... Ja, die Base ist eigentlich sozusagen eine Anti-2-Star-Base, wenn man jetzt so sieht. Denn ich habe die damals auch schon mal getestet in der Verteidigung her. Und da hat die auch relativ gut gehalten. Und meistens nur ein Stern. Zwei Sterne waren selten drin. Und ich versuche jetzt den lieben Aratz anzugreifen. Denn bei uns, wir können uns mal ganz kurz gucken, wie es aussieht. 45 zu 47, 57, sieht nicht so gut aus, aber wir sind ja noch relativ unerfahren im Clan und wir sind sogar voll, ne? Wir sind 50, ey. 50, das muss ich immer klaren werden, wie viele hier drinnen sind. Alter. Das läuft. Mika LPs, Level 60 Meister. Respekt. So, die Nummer 5 werden wir jetzt angreifen, mal gucken, was wir reißen können. Mein Ziel ist es Two-Star. Den ersten Angriff habe ich sowas von gefailt, ey. Oh. Den will ich euch eigentlich gleich nicht zeigen, aber... Mist, wie soll ich jetzt die Klappenburg rauslocken? Ja. Wenn ich... Ah, nee. Kriegen wir nicht hin, die raus... Das kriegen wir nicht hin. Wobei, wenn wir da oben den Riesen hinsetzen, aber da werden wahrscheinlich Tellereisen oder sowas sein. Egal, YOLO. Zwei Sterne ist mein Ziel. Ich versuche... Ich will von unten angreifen. Das ist, glaube ich, irgendwie sinnvoller. Ich habe das letzte Mal von oben angegriffen und das nicht so erfolgreich. So, jetzt setzen wir den Riesen hin. Kein Tellereisen, keine Riesenbombe, kein Tellereisen. Oh, ein Tesla. Okay, wir kriegen die Klamuk raus. Was sind da drinne? Bogenschützen, Lakaien und drei Morgies. So, jetzt versuchen wir erstmal die Klamburg relativ gut auszunocken. Am besten die Mager irgendwie auch noch. Und wir müssen unseren Bogenschützen aufheben im Notfall, dass wir die zwei Sterne nicht schaffen. So, starker Golem in die Mitte, da Golem und da ein Golem. Jetzt die Magier hin. Ah, eine Riesenbombe. Egal, macht ja nicht so groß Wind bei den Golems. So, Concentration. Thomas, du schaffst das. Irgendwie musst du es ja schaffen. Helden hinterher. Noch den Mauerbrecher setzen. Ein bisschen warten bis... Okay, wir können die Packers setzen. Los, Packers, tut mir den Gefallen. Ihr seid schon im letzten Fight außen lang gelaufen. Und diesmal will ich echt nicht, dass sie außen lang läuft. Ja, der eine läuft nach innen, der eine läuft nach innen. Sprungzauber. Ja, Wutzauber. Barbarenkönig müssen wir gleich aufpassen, dass er gezündet wird. Okay, er ist reingesprungen. Oh, sehr nice. Rathaus wird fallen. Das wären lockere 2 Sterne, 3 Sterne wahrscheinlich nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Rathaus ist gefallen. Mein Ziel ist damit erreicht. Das Rathaus ist gefallen. Die 2 Sterne werden wir eigentlich locker schaffen. Die Queen können wir noch zünden. 3 Sterne, ob die da noch drin sind? Ich glaube nicht. Wenn die Packers jetzt einigermaßen gut laufen, sieht das doch gut aus. Die Queen können wir noch zünden. Wir haben sogar noch ein paar Bogenschützen. Okay, brauchen wir nicht mehr die Bogenschützen. Ah ja, die Packers werden jetzt von allen fokussiert. Der Barbarenkönig wird der Bogenschützenkönige nicht mehr lange tanken und deswegen müssen sie gleich zünden. Aber Flächenschäden machen nicht allzu viel Schaden bei Barbarenkönig. Deswegen aber da lebt noch eine Kanone und ein Bogenschützenturm und zeitmäßig hier. Ah, das wird nichts. 2 Sterne sind es geworden, aber das war es dann, glaube ich, auch. Sogar ein Golem noch, den ich in der Klamburg bekommen hatte, lebt noch. Und Dankeschön dafür, Level 2 Golem. Habe ich mich schon gefreut. War schon mal was Gutes in der Klamburg. Der Barbarenkönig lebt immer noch, aber zeitmäßig her wird das nichts. Ja, das Problem ist immer, wenn man Go-Wipe-Angriffe macht, dass die Zeit. Die Zeit ist immer so eine Sache. Aber ich würde sagen, das war ein sehr guter Two-Star. Können noch ein paar Bogenschützen setzen für die Prozente. Macht ja nichts. Die Queen können wir ruhig sterben lassen. Wobei. Ja, komm. YOLO. 81% haben wir geholt. Mein Ziel habe ich erreicht. 2 Sterne geholt. Jetzt habe ich nochmal 2 Sterne für den Clan geholt. 47 zu 57. Ich glaube nicht mehr, dass der Sieg drin ist, da der Gegner 2 Angriffe weniger genutzt hat als wir und sogar noch erfolgreicher war als wir. Ich werde jetzt noch Bartstruppen ausbilden und das ist... Kleine Special-Folge, ging ja schon ein bisschen länger. Ich will jetzt kein großes Special raushauen, ja, dass er 300 Abonnenten-Special erst vor 2 Wochen kam. Ey, das ist so heftig, wie der Wachstum momentan ist. Das ist, ey, wirklich ein großes Dankeschön. Ey, boah, ich kann das immer noch nicht fassen.
Ich war dann so gestern Abend so. Ich habe Outlast aufgenommen am Nachmittag, dann hat mir der liebe Clash Games in die Kommentare geschrieben: Oh, du nimmst dir doch mit einem Handy auf, also du nimmst nicht mit PC auf, da habe ich mir schon gedacht, hä, was soll denn das? Da hat er mir um 5:30 geschrieben, schau mal auf meinem Kanal vorbei, da habe ich geguckt. PlayerGenomWood, Kanal bzw. YouTuber des Monats. Ich packe den Link zum Video nochmal oben in die Beschreibung rein und wirklich ganz großes Dankeschön an alle, die mich supporten. Ich weiß, ich bin sprachlos, ey. Für einen oder den anderen kann das schon ein bisschen wenig klingen, aber für mich ist das wirklich eine unglaublich große Zahl. Und wenn ich sehe, 200 Aufrufe bei den COC-Videos, dass 200 Personen meine Videos gucken, das ist größer als ein Kinosaal. Und das muss man sich mal im Klaren werden. Ich will nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sonst könnte ich noch... Aua, Musikantenknochen. Sonst könnte ich noch 50 Minuten weiterreden, aber wir wollen uns die melancholische Zeit sparen, bis wir die 500 Abonnenten erreicht haben. Sagt euren Freunden Bescheid. Vielleicht mögen sie mich auch. Wenn das der Fall ist, lasst ruhig einen Daumen nach oben da und langsam geht's zu den 500 Abonnenten zu. Und nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, Hashtag der Holzfäller bekommt Panik. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao.